In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Bandsaw-Box baut, also so wie meine jetzt. Es gibt noch andere, aber das wisst ihr, denke ich mal, schon. Ansonsten lasst mir ein Abo da, wenn ihr möchtet, oder am besten noch die Glocke dazu anmachen. Es kommen nämlich regelmäßig neue Videos und mich würde es freuen. Dann legen wir mal los. Ich habe das jetzt so angezeichnet, das ist jetzt nur grob, aber da werde ich jetzt lang fahren. Ob ich das jetzt wellenförmig mache oder nicht, muss ich jetzt gleich noch entscheiden. Das sind, denke ich mal, entscheidet sich dann spätestens hier, ob ich dann die Wellen fahre oder nicht. Besser gesagt da. Das hier leimen wir jetzt gleich wieder zusammen, wobei, ja, ich breche das hier jetzt gleich ganz und leime das dann nochmal zusammen. Jetzt lege ich aber erst nochmal das hier drauf. Und zwar so, dass es passt. Und mache hier nochmal einen Strich hin. Dann weiß ich nämlich, wo ich mit dem Leim aufhören muss. So. Weil sonst mache ich nachher noch zu viel Leim drauf und dann quillt er überall rum. Dann muss ich ihn wieder wegmachen. Das hier ist ja jetzt die Vorderseite und da schneiden wir jetzt hier einen Zentimeter ab und von der Rückseite schneiden wir auch einen Zentimeter ab. Das machen wir jetzt. Das hier ist ja jetzt die Vorderseite innen in der Schublade und besser gesagt das Innenleben. Und da muss man ja was reinlegen können in die Bandsaw-Box. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Schnitt. Das hier ist dann Abfall und hier sparen wir aus. Und das wird dann wieder an die Front hier dran geleimt und an das hintere Teil, das ich auch abgeschnitten habe, wo zerbrochen ist. Aber das wird ja nachher alles verleimt. Das heißt, jetzt sägen wir erstmal hier ein Stück ab. Jetzt regnet es auch noch, aber egal, ich leim das Ding trotzdem dran. Und dann schauen wir mal, wie das hinflutscht. Dann drehen wir das um. So war's. Die Vorderseite und die zwei oberen Kanten, die werde ich jetzt noch mit einem Abrundfräser fräsen. Da mir die Kiste jetzt so nicht gefällt, werde ich noch hier reinfräsen, also auch die Kanten abrunden und hoffe mal, dass es dadurch einen anderen Look ergibt. Da bin ich mal gespannt.
Hier abrunden, hier abrunden. Optisch sehr geil. Das hier wird später der Griff, der kommt hier dran. Ist jetzt ein bisschen wuchtig für die kleine Kiste, aber ich mag diese Griffe, die habe ich auch an der kompletten Kappsägenstation. Und an meiner Tischkreissäge, die gibt es im Obi und kosten so um die 6 Euro. Ich mag die irgendwie total. So, jetzt aber tun wir das Ganze, nachdem wir es geschliffen haben, erstmal ölen. Und dazu nehme ich Arbeitsplattenöl Evolution von PMZ. Die gute Frau hat zu mir gesagt, ich kann alles damit ölen. Also werde ich auch das damit ölen. Heißt Pinsel, Unterlage und los geht's. So baut ihr euch jetzt also diese Bandsäge. Ich habe sie jetzt noch geölt, zweimal, dazwischen mit 120er Schleifpapier geschliffen. Zum Schluss bin ich nochmal beim Öl mit dem Tuch drüber, alles weggerieben und ja, ich finde sie schön, es ist wirklich einfach zu bauen, ist die erste. Und jetzt habe ich allerdings noch einen Fehler gemacht. Das seht ihr am Anfang, da sage ich ja, machen wir hier mal den Schnitt, sägen das aus und das ist falsch. Ihr müsst vorher hier hinten eine Scheibe runterschneiden. Warum? Ihr klebt die später wieder drauf und dann liegt die Schublade nämlich hinten an. Ich habe es einfach vergessen. Jetzt kann ich sie halt durchschieben. Gut, die steht eh an der Wand. Wenn sie an der Wand steht, geht sie eh nirgendwo hin. Ja, mir hat es gefallen. Es gibt 5 Milliarden Videos darüber, aber so baue ich sie. Das Holz war Buche und den Griff, habe ich ja gesagt, gibt es im Obi. Den, wie man den dran macht, habe ich jetzt nicht gezeigt. Als nächstes bauen wir was anderes, eine Fingerzinkenkiste, habe ich ja gesagt. Und dann kommen wir auch schon zu dem Tecpo Drehschlagschrauber. Den hat gewonnen der Jens Jung. Ich werde dich anschreiben. Wahrscheinlich habe ich das schon gemacht, bevor dieses Video auftaucht. Und nein, das machen wir jetzt in diesem Video. Nein, machen wir nicht. Dauert zu lang. Auf jeden Fall, Jens Jung, du hast den Drehschlagschrauber gewonnen von Tecpo. Wir werden kommunizieren und dann schicke ich dir den zu. Ja, das war's dann. Mit meiner Bandsaw-Box ist ein guter Tipp für euch. Gibt es viele Varianten, schaut mal auf YouTube, einfach Bandsaw-Box eingeben und ihr kriegt eine Menge an Videos. Die Dinger, die sehen, also manche geben sich da echt sehr viel Mühe, die sehen arschgeil aus. Da ist meine dann schon wieder fast primitiv dagegen. Aber so ist es halt. Jo, was gibt's noch? Schöne Weihnachten. Abonnieren nicht vergessen, wie ich ja am Anfang gesagt habe. Und dann lasst es euch gut gehen. Nächste Woche kommt noch das Video mit der Fingerzinkenkiste. Da habe ich auch was Geiles. Das baue ich gerade. Daraus wird dann die Fingerzinkenkiste gebaut. Und da lasst ihr euch überraschen. Weil ich glaube, in der Optik gibt es die nur einmal. Jo, dann werden wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ciao.